Hannover ist Weltstadt, jedenfalls in den nächsten Tagen. Denn am Morgen hat die weltgrößte Industriemesse die Türen für die Besucher geöffnet. China ist Partnerland der Messe und schickt zum traditionellen Rundgang mit Bundeskanzlerin Merkel politische Prominenz. Während der Eröffnungsfeier versicherte der chinesische Premierminister Wen Jiabao, dass die Wirtschaft seines Landes auch in Zukunft kräftig wachsen werde. Die Chinesen kommen also. Genau genommen sind sie schon längst da. Manche deutschen Firmen können sich mitunter gar nicht mehr wehren und müssen wohl oder übel akzeptieren, dass Chinesen das Sagen haben, weil sie auch das Geld haben. Und dann treffen Welten aufeinander mit Vor- und Nachteilen, wie Verena Mengel beleuchtet. Seit Juni letzten Jahres ist Industrie- und Autozulieferer Sagomi fest in chinesischer Hand. Aus der Insolvenz übernommen durch den chinesischen Staatskonzern CQLT. Die Angst der Belegschaft vor Massenentlassungen, Lohndumping und dem Abfluss von Know-how war groß. Das Horrorszenario aber ist nicht eingetreten. Was sich verändert hat, ist, dass die meisten Mitarbeiter verstanden haben, dass der chinesische Investor eben eine solidere Basis gibt, als man das vorher erwartet hat. Und dass die tägliche Zusammenarbeit längst nicht so stark von den Chinesen beeinflusst wird, wie manche das befürchteten. Doch Sagomi schreibt immer noch rote Zahlen. Das Unternehmen stellt Dichtungen für die Autoindustrie her. Ungefähr 1000 Mitarbeiter arbeiten im saarländischen Büschfeld. 15 Millionen Euro wollen die Chinesen in die Sanierung der Firma investieren. Wir werden im Jahr 2012 und 2013 eine Durststrecke haben, weil von der Auftragsvergabe bis zum Auftragsstart immer bis zu 2 Jahren vergehen. Aber mit der Hoffnung, dass wir neue Aufträge bekommen, sehen die Mitarbeiter natürlich auch eine Chance, dass langfristig das Unternehmen gesichert ist. Geändert hat sich für die Beschäftigten seit der Übernahme wenig. Sie hoffen auf das Fortbestehen des Werks. Der Investor garantiert ihnen Arbeit für 5 Jahre. Die Angst, den Job zu verlieren, ist bei vielen geblieben. Man müssen mal abwarten jetzt. Ich denke, es kann nur noch besser gehen. Irgendwie Unruhe haben wir schon, aber wir drücken die Daumen und wir machen mit. Sicher macht uns das Angst, macht uns richtig Angst. Aber man muss ja optimistisch bleiben und an die Zukunft denken. Die Chinesen kaufen aber nicht nur eine insolvente Firma, sie profitieren vor allem von deutschem Know-how. Sie haben es auf Hightech abgesehen, sie haben es vor allen Dingen auf energieeffiziente Technologien abgesehen. Man kann sich Patente einkaufen und man wird damit einfach auch Marktpartner. Mit den Chinesen im Rücken hat Sagomi vor allem die Hoffnung, das Blatt zu wenden und bald wieder schwarze Zahlen schreiben zu können.